Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo zusammen. Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast. Heute ein sehr spannendes Thema. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, nicht nur, weil heute so viele Leute dabei sind wie noch nie, sondern weil das Thema unheimlich wichtig ist und uns das Thema nicht nur Viren, sondern generell Covid-19 uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Erstmal herzlich willkommen an alle, die heute das erste Mal dabei sind. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin Biochemiker, molekulare Biotechnologe, Ernährungsberater und Mykotherapeut. Und ich gucke mir immer in den Webinaren ein bestimmtes Thema an, ein bestimmtes gesundheitlich bezogenes Thema und suche die besten Tipps und Tricks aus der kompletten Naturheilkunde zusammen. Beim Thema Covid-19 gibt es einige Sachen aus der Naturheilkunde, die wir uns mal ansehen sollten, vor allem Studien, die publiziert sind, über die wir mal reden sollten. Und genau, ich freue mich drauf. Das heutige Webinar, ich veranschlage immer so ungefähr 60 bis 70 Minuten. Länger sollte es nicht werden. Es ist, was ich grundsätzlich sagen möchte, wem ich zu leise rede, nehmt bitte den Kopfhörer. Oftmals kann es auch auf dem Handy zu technischen Problemen kommen. Falls es zu technischen Problemen kommt, es kann vorkommen, weil wirklich sehr viele Teilnehmer jetzt angemeldet sind bei diesem Webinar. Jeder bekommt noch vor Ablauf des Webinars gegen 19 Uhr eine E-Mail. In der E-Mail ist die Aufzeichnung, also die Datei für die Aufzeichnung. Falls es nicht geklappt hat, könnt ihr das dann da ansehen. Ihr könnt es auch nochmal ansehen. Dieses Webinar ist sehr dicht, sehr geballt an Informationen. Wer es also nochmal in Ruhe oder nochmal was nachschlagen möchte, bekommt da die Aufzeichnung. Ihr bekommt außerdem ein Skript. Die Präsentation hier, die ich jetzt gleich zeigen werde, ist in das Skript eingeflossen, wobei das Skript noch ein bisschen ausführlicher ist, vor allem für die Gesundheitsberufe, die Ärzte, Heilpraktiker, Ernährungsberater, Health Coaches, Apotheker, die das hier sehen, können da noch mal ein bisschen ausführlicher nachlesen. Und vor allem alles, was wir heute besprechen, ist wissenschaftlich fundiert, keine leeren Versprechungen, Worthülsen, alles, was wir hier besprechen, auch die ganzen Tipps, sind auf Basis von wissenschaftlichen Studien. Das ist mir wichtig zu sagen. Vor allem beim Thema gesundheitliche Aufklärung rund um Covid-19 müssen wir die echten Fakten von den Enden, ja, und von den Fake News unterscheiden. Und es gibt so viele wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem letzten Jahr über Covid-19 und da sprechen Leute drüber. Ich freue mich drauf. Hol dich am besten jetzt noch mal ein Glas Wasser. Es geht relativ in die Tiefe. Aber genau, wer das nochmal nachlesen möchte, dann haben wir die Aufzeichnung und das Skript. Ich werde jetzt meinen Bildschirm freistellen. So. Und dann geht es los. Und wir gucken uns, was gucken wir uns heute an? Ziel ist natürlich natürlicher Schutz vor Virusinfekten. Wie kann sich unser Körper besser vor Viren schützen? Wir reden über Prävention, wir reden aber auch über Behandlung und der absolute Schwerpunkt soll das Virus sein, das uns aktuell am meisten ja, im Atem hält, Covid-19 bzw. SARS-CoV-2. Covid-19 ist ja die Erkrankung, die daraus entsteht. SARS-CoV-2 ist das eigentliche Virus, aber Covid-19 ist irgendwie oftmals zur Vereinfachung auch für das Virus hergenommen. So, wir gucken uns erstmal ein paar allgemeine Fakten an über SARS-CoV-2, Viren, besonders über dieses Virus. Wie eine Infektion abläuft und wie es zu einem schweren Verlauf kommen kann. Dann gucken wir uns in drei Praxisteilen an. Das ist wie ein bisschen eine Pyramide. Wir fangen erst allgemein an. Was können wir tun, um unser Immunsystem zu stärken? Dann Praxisteil 2 habe ich einige Nährstoffe und Lebensmittel mit mäßiger Evidenz gegenüber Covid-19. Und Praxisteil 3 habe ich einige Nährstoffe und Lebensmittel mit hoher Evidenz hinsichtlich Prävention und Behandlung für Covid-19. Also ich habe das ein bisschen pyramidenförmig. Wir gehen erst mit allgemeinen Tipps und dann wird es immer spezifischer und auch immer evidenzbasierter rund um Corona. Und am Ende möchte ich noch zwei Protokolle geben. Was tun im Falle einer Infektion und Nachbehandlung, wenn man sich trotzdem mal infiziert oder wenn man Infektionen hinter sich hat und wieder aufgepäppelt, wieder auf die Beine gebracht werden möchte, wenn bestimmte Langzeitschäden da sind, wie zum Beispiel Atemprobleme. Wie können diese Probleme nachhaltig angegangen und beseitigt werden? Also wir haben ganz viele Hintergrundinfos, wir haben ganz viele Praxistipps und auch für die wirklich Interessierten und die Gesundheitsberufe hier haben wir viele wichtige wissenschaftliche Studien, die es sich auch lohnen zu teilen.
So, erstmal ganz kurz über Viren. Was sind eigentlich Viren, um alle mal kurz abzuholen? Viren sind eigentlich keine Lebewesen, sondern ich nenne sie da parasitäre DNA-Schnipsel oder parasitäre Erbgutschnipsel. Es sind keine Lebewesen. Sie haben keinen Stoffwechsel, sie können sich nicht bewegen, sie können sich nicht aus eigener Kraft fortpflanzen, sie brauchen einen Wirt. Es sind im Grunde Erbgutprogramme, die sich selbstständig gemacht haben und andere Lebewesen befallen, sie infizieren und sie zur Reproduktion missbrauchen. Die Dr. Adriana Radle-Pohl hat sie gesagt, stoffliche Programme zu ihrer eigenen Reproduktion in Form einer Nukleinsäure. Ähnlich wie bei einem Computervirus, es sind keine echten, es sind keine Computer, es sind aber Programme, die andere Computer nutzen, um sich fortzupflanzen. Und so ist es auch bei echten Viren. Weiterhin haben Viren keine Mitochondrien, also können keine Energie gewinnen. Sie haben keine Ribosomen, um Proteine herzustellen. Sie haben keinen Stoffwechsel, sie können sich nicht vermehren, sie haben kein Zytoplasma. Das ist ein Schema von SARS-CoV-2, das viele schon mal gesehen haben. Es ist wirklich nur eine Hülle. Diese Hülle ist mit Proteinen besetzt, unter anderem das Spike-Protein. Und in dieser Hülle sind tatsächlich nur ein paar Enzyme und das Erbgut. Also es ist relativ simpel. Ich find parasitäre DNA-Schnipsel ist irgendwie ganz griffig. So sieht SARS-CoV-2 unter dem Mikroskop aus. Das ist eine Studie, in der man bewusst bronchial Zellen mit Corona infiziert hat. Das hier, diese Stäbchen, das sind die Bronchien und den Lungen. Und was dann passiert ist, diese ganzen kleinen Doppel hier sind Coronaviren und das hier ist Mukus, der sich bildet. Mukus als Teil der Entzündungsreaktion unseres Immunsystems, Abwehrreaktion gegenüber die Viren, aber auch tote Zellen und Schleim, den unsere Bronchialzellen absondern, um sich vor Viren und Bakterien zu schützen. Wenn wir nochmal ein bisschen näher ranscrollen, das hier sind die Zellen und das hier sind die kleinen Viren, die hier bereits im Endstadium das Bronchialgewebe massiv, massiv ja, befallen haben. Interessanterweise kann man die Viren hier sehen. Es ist ein relativ großes Virus. Die meisten Viren sind so nicht sehbar, aber genau so sieht das aus. So kann man sich vorstellen. Man sieht sogar ein kleines bisschen die Spike-Proteine hier. Wie sieht eine Infektion und eine Vermehrung aus? Das ist jetzt besonders für die Gesundheitsberufe interessant, wie eine Infektion abläuft und mal Schritt für Schritt. Es fängt immer an. Hier oben haben wir das Virus mit dem Spike-Protein. Das Spike-Protein ist ein Protein, das in die Zellmembran eingelassen ist und im Grunde nur dazu da ist, an eine Wirtszelle anzudocken. Das Spike-Protein bindet an einen Rezeptor namens ACE2, der auf unseren Atemwegen sehr groß gebildet wird, aber auch im Magen-Darm-Trakt und im Blutgefäßsystem gebildet wird. Spike-Protein dockt an ACE2 an. Es kommt zu einer Aktivierung mittels dieses Transmembranrezeptors auf der Wirtszelle. Dann geht das hier so zusammen. Die Wirtszelle nimmt das Virus auf und im Zellinneren, in der Wirtszelle selber, wird dann das Erbmaterial des Virus freigesetzt, in dem Falle die mRNA, also die genomische RNA. Man muss es im Hinterkopf bewahren, dass Viren sowohl eine DNA als auch eine RNA haben können. Corona ist ein RNA-Virus. So, die RNA von dem Virus wird freigesetzt, wird in mRNA übersetzt, wird in Proteine translatiert. So kann das Virus sich vermehren. Es kommt dann zu einer Assemblierung zwischen vervielfältigter RNA und diesen viralen Proteinen. Das wird zusammengesetzt und die neuen, ich sag mal, Viroiden, die neu entstandenen Viren, werden dann freigesetzt. Und so ist es relativ simpel, schematisch. So läuft eine Infektion und Vermehrung ab. Und so kann innerhalb weniger Stunden ein einzelnes Virus eine Wirtszelle infizieren und viele, viele tausende Viroide freisetzen. So läuft das ab. Und warum habe ich das jetzt in der Einzelheit gesagt? Um zu verstehen, wie wir eine Infektion vorbeugen und eine Behandlung erleichtern wollen, sind das alles Steps hier, die wir blockieren können. Wir können blockieren, dass das Virus an die Wirtszelle andockt, dass es aufgenommen wird. Wir können verhindern,
dass diese Proteine gebildet werden. Wir können verhindern, dass die RNA des Virus vervielfältigt wird. Und wir können natürlich auch von außen wahnsinnig viel tun. Wir können unsere Schleimhäute stärken. Wir können das Immunsystem stärken. Ja, wie kommt es zu einem schweren Verlauf? Das habe ich im Skript nochmal ausführlicher beschrieben, aber dass jeder weiß, Infektion ist nicht gleich Infektion. Und jeder, der das Virus in sich trägt, es gibt ja auch symptomlose Verläufe, beziehungsweise bei einem, wer robust ist, wer auch ein starkes Immunsystem hat, der kann die Viren in sich tragen, aber es kommt nicht zu einer Infektion und erst recht nicht zu einem schweren Verlauf. Wie kommt es zu einem schweren Verlauf? Am Anfang befallen die Coronaviren vor allem die Dendritenzellen und Makrophagen in unserem Immunsystem und verzögern eine wichtige Antwort. Normalerweise, wenn diese Zellen selber infiziert werden, dann bilden die einen Botenstoff namens Interferon Gamma. Corona verhindert die Bindung von diesem Botenstoff und so sind diese Immunzellen infiziert, können sich aber nicht zu Wort melden. Und so kann sich das Virus relativ schnell und unbemerkt im ganzen Körper verbreiten. Vor allem das Immunsystem kann es so lahmlegen. Es befällt das Lungenepithel, also die äußerste Zellschicht in unseren Atemwegen, vor allem in der Lunge. Die Lunge hat eine innere Oberfläche von 200 Quadratmetern. Also ist eine ganze Menge Oberfläche. Und deswegen ist es auch so schlimm, wenn es zu einem schweren Verlauf kommt. Es ist eine große Oberfläche, viele Viren. Und es kommt neben der Entzündung auch zur Einlagerung von Wasser ins Lungengewebe, was dann wieder die Atmung erschwert und die symptomatischen Atembeschwerden auslöst und an einem schweren Verlauf es fast unmöglich macht, dass der Mensch zu Atem kommt. Außerdem wird auch der Mund-Nasen-Raum befallen, vor allem auch die Nervenzellen hier werden befallen. Und so kommt es dann auch zu Husten, Schnupfen, Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns durch diese Infektion. So beim schweren Verlauf, wenn das jetzt nicht, das ist, kann auch ein leichter Verlauf sein, beim schweren Verlauf kommt es zu einer explosionsartigen Vermehrung der Viren in der Lunge und zu einer sehr starken Einlagerung von Wasser. Es kommt zu einer sehr verzögerten, aber dann explosionsartigen Immunantwort auf das Virus. Es sterben massiv Zellen ab, Immunzellen und auch Lungenepithelzellen. Und es ist zwar verzögert, aber dann explosionsartig, mehr Viren, mehr tote Zellen und irgendwann kommt es dann eben zu einer Immunantwort, die dann aber sehr, sehr viel stärker als normal abläuft. Eine sehr starke Bildung der Botenstoffe IL-1-Beta, IL-6 und TNF-Alpha. Mehr Immunzellen werden rekrutiert, die Entzündung wird verstärkt und so kommt es dann zum Zytokinsturm, weil diese Immunantwort erst gar nicht stattfindet, dann nur wenig stattfindet und dann plötzlich explosionsartig stattfindet. Und genauso wie es zu einem exponentiellen Zunahme von Viren in den Atemwegen kommt. Das ist der Zytokinsturm. Der kann sich dann über die Lunge im ganzen Körper ausbreiten. Es kommt im ganzen Körper zu einer systemischen Entzündung und das erhöht das Risiko für Blutgerinnsel. Und wer auch die Todesfälle bei Corona ist nicht nur der Atemstillstand, sondern Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es kommt zu Blutgerinnseln, also es kann zu Lungenembolie kommen, zu einem Herzinfarkt, zu einem Schlaganfall, so eine Thrombose. Und das sind auch alles Sachen, die wir verhindern oder vorbeugen können. Es gibt ein paar Risikofaktoren für einen schweren Verlauf, wo man sagen muss, Corona ist ein Verstärker. Wer schon vorher geschwächt war, einen geschwächten Körper, geschwächtes Immunsystem hatte, bei dem kann Corona sich besonders gut einnisten und da kommt es besonders gut zu einem schweren Verlauf. Und wer schon vorher relativ robust war, hat eher wenig zu befürchten, aber es ist ein Virus, das unsere Schwachstellen targetiert. So, die vier wichtigsten Risikofaktoren für einen schweren Verlauf. Geschwächtes Immunsystem durch chronische Infekte, chronische Entzündungen, auch Immunsuppressiva. Hohes Alter, also 90% aller schweren Corona-Fälle sind im Alter von 70 plus. Vorerkrankungen, 78% aller schweren Fälle haben Vorerkrankungen, wie Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Immunerkrankungen und auch also Übergewicht und Fettleibigkeit vervierfacht das Risiko für einen schweren Verlauf. So, gegen hohes Alter kann man relativ wenig machen, aber gegen Übergewicht, gegen Vorerkrankungen und gegen ein geschwächtes Immunsystem kann man meistens schon etwas machen, weil das alles Folgen der Lebensführung sind, nicht nur die Genetik, sondern über die Ernährung, über die Lebensführung haben wir diese drei Faktoren maßgeblich selber in der Hand. Es kann nicht ganz leicht sein, es kann Zeit dauern, es kann auch einen guten Therapeuten an der Hand brauchen, um das zu machen.
Aber diese drei Faktoren hier haben wir doch selber in der Hand. Deswegen drei wichtige Aspekte zur Prävention. Wir müssen Risikofaktoren lindern. Wir müssen uns natürlich vor Ansteckung schützen, AHCL, vielleicht auch Impfung. Und wir müssen unser Immunsystem stärken. Und darauf zielt das heutige Webinar ab. Was auch erwähnenswert ist, was jetzt sicher kein Freispruch ist, aber dennoch wichtig, es gab eine Studie, die untersucht hat, ob viele Menschen nicht schon eine Grundimmunität gegen Corona haben. Und es hat sich gezeigt, dass 81% aller Menschen, die untersucht wurden, also 81% aller, die das hier sehen, haben bereits T-Zellen im Immunsystem, die auf Corona ansprechen. Das heißt, 81% aller Menschen haben bereits eine sogenannte Grundimmunität gegenüber Corona, was bei der Prävention hilft und auch bei der Vorbeugung eines schweren Verlaufs hilft, aber nicht im Alleingang eine Infektion verhindert. Aber es ist zumindest schon mal schön zu wissen, dass die meisten Menschen aus früheren Infektionen, vielleicht auch aus der Kindheit, eine gewisse Grundimmunität gegenüber Coronaviren haben. So, das Virendilemma. Das hat man schon mal in einem anderen Webinar, das wollte ich einfach nochmal wiederholen, weil irgendwie Viren jetzt so die wichtigste oder die Staatsfeinde Nummer eins geworden sind. Es gibt ein paar Sachen, die ich mal kurz zu Viren loswerden muss, bevor wir zu den eigentlichen Praxistipps kommen, dass die jeder einfach kurz mal verinnerlicht und im Hinterkopf bewahrt. Nämlich einmal, Viren waren schon immer Teil der natürlichen Abläufe. Der Mensch ist ein natürliches Wesen, hat schon immer in und mit der Natur gelebt. Und Viren waren schon immer Teil unserer Natur, auch Teil unseres Körpers. In unserem Mikrobiom haben wir verschiedenste Viren, die da auf ganz natürliche Weise vorkommen. Auf unserer Haut, in unserem Speichel haben wir auf natürliche Weise Viren. Viren sind überall um uns herum. Es gibt Viren, die zu Problemen führen können, aber grundsätzlich sind Viren Teil der natürlichen Ordnung, genauso wie Bakterien Teil unserer natürlichen Darmflora sind. So, von Natur aus ist unser Körper eigentlich relativ robust gegen die meisten Viren, aber Punkt Nummer drei, dank unseres modernen, in Anführungszeichen, Lebensstils haben die meisten Menschen heute kein robustes Immunsystem mehr und können daher eher von Viren geschwächt werden. Und wie auch wie wir ein robustes Immunsystem wieder bekommen, ist auch Teil des heutigen Webinars. Dann viertens, Überbevölkerung, Globalisierung sind Brandbeschleuniger. Wenn irgendwo in Südostasien ein neues Virus entsteht, dann verbreitet sich dieses Virus sehr schnell über den kompletten Erdball. Jedes Jahr die Grippewelle in Südostasien, ihren Ursprung verbreitet sich auf dem ganzen Globus. Also vor 100 Jahren gab es vielleicht auch schon überall Virus, Virenepidemien. Aber heute ist das Problem, dass es sich sehr viel schneller auf den ganzen Erdball verteilt. Fünftens, medizinische Forschung fokussiert sich auf Medikamente, nicht auf Natur und Prävention. Das ist kein Geheimnis. Die medizinische Forschung, trotz aller Fortschritte, die sie erzielt, wird überwiegend von der Pharmaindustrie finanziert. Das habe ich selber mitbekommen. Und die haben natürlich ein Grundinteresse, dass bestimmte Sachen untersucht werden, vorzugsweise Medikamente. Natur und Prävention spielen in unserer medizinischen Forschung nur eine untergeordnete Rolle, weil auch Vater Staat, so viel die in Forschung investieren, da nur einen kleinen Teil dazu beitragen. Sechstens, das ist vor allem jetzt, hat man vor allem jetzt gesehen, in unserem Gesundheitssystem dreht sich alles um evidenzbasierte Medizin. Und die zu korrekte Auslegung von evidenzbasierter Medizin hat unser Gesundheitssystem im letzten Jahr, hat es sich im Grunde selbst ein Bein gestellt. Auch bei der Erforschung und Etablierung alternativer Lösungen bei Covid-19. Es wird alles viel, viel, viel zu wörtlich ausgelegt. Evidenzbasiert ist eigentlich ein sehr weit gegriffener Begriff, der auch zur Folge haben sollte, dass bestimmte natürliche Sachen vorgestellt werden. Seit einem Jahr, ich warte noch darauf, dass eine gesunde Ernährung, Stressreduktion und gesunder Schlaf irgendwo mal empfohlen wird. Aber wichtig, unser Gesundheitssystem hat die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass unser Gesundheitssystem sehr instabil und teilweise sehr, sehr ineffektiv ist und vor allem nur bestimmte Aspekte des Gesundheitssystems bevorteilt. So, das, was wir heute besprechen, ist zwar auch evidenzbasiert, aber hat in unserem Gesundheitssystem leider keine große Rolle. Das ist jetzt kein Aluhut-Gequatsche, sondern ist leider so. Und klar, unser Gesundheitssystem redet gerne über andere Sachen, aber auch das, was wir heute besprechen, gesunde Ernährung, Lebensführung,
gehört zur Prävention und gesunder Haltung dazu. Siebtens, Impfungen können für Risikogruppen wichtig sein, sind aber nur beschränkt sinnvoll für die Allgemeinheit, haben Nebenwirkungen, teilweise sogar sehr starke Nebenwirkungen und sind gegen Mutationen nur begrenzt wirksam, sollte da stehen. So, für die Risikogruppen und für sehr exponierte Menschen kann die Impfung sehr wichtig sein, aber ich halte die Impfung nicht für unsere alleinige Erlösung. So. Und ohne jetzt schwarzmalerisch zu sein, SARS-CoV-2 war erst der Anfang. Es wird in den nächsten Jahren zu weiteren Virenpandemien kommen. Vielleicht zu immer neuen Mutanten von Corona, vielleicht zu anderen. Es ist lange Zeit gut gegangen in den letzten Jahren, aber mittlerweile sind wir so globalisiert und fast 8 Milliarden Menschen auf dem Erdball. Es wird zu mehr solcher Virenpandemien kommen. Und die beste Prävention, die es gibt, ist ein starkes Immunsystem und ein robuster Körper. Wir können nicht bei jeder Pandemie, die da neu kommt, erstmal ein Jahr Lockdown machen und ein Jahr lang neue Impfstoffe erforschen. Prävention beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Prävention beginnt bei den Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, bei dem Schlaf, den wir haben, bei dem Stress, den wir nicht haben, bei der gesunden Ernährung, Sport, Duschen, Nährstoffe. Das ist Prävention. Und das schützt nicht nur vor Covid-19, sondern auch vor allen anderen Virenpandemien, die wir noch vor uns haben. So, worauf das heutige Webinar dann hinausläuft. Einmal die Resilienz des Körpers steigern. Starkes Immunsystem. Wir wollen chronische Entzündungen lindern. Wir wollen unsere Schleimhäute stärken, damit Darm und Lunge stabil sind, wenig Entzündungen zulassen und vor allem wenig Krankheitserreger reinlassen. Wir wollen auch Stress lindern. Das sind so allgemeine Sachen, die werde ich immer mal ansprechen. Und wie wir Viren unschädlich machen, besonders wie wir Coronaviren unschädlich machen. Es gibt Möglichkeiten, die Virenpartikel zu zerstören. Es gibt Möglichkeiten, das Andocken des Virus an die Wirtszelle zu verhindern. Es gibt Wege, die RNA-Vervielfältigung, konkret die RNA-Polymerase, zu hemmen. Und es gibt Wege, die Proteinbildung der Viren zu hemmen. Also wir können einmal unseren Körper so robust wie möglich machen und wir können die Viren unschädlich machen. Und da gibt es schon einige sehr interessante wissenschaftliche Erkenntnisse, auf die wir eingehen werden. Praxisteil 1, daher werde ich ein bisschen auf Immunstärkung und ein paar antivirale Lebensmittel eingehen. Dazu bitte auch als Brücke, jeder, der dieses Webinar heute sieht, hat auch Zugang zu allen anderen unserer Webinare und Videokurse. Und wir haben auch über das Immunsystem ein eigenes Webinar mal gemacht. Und gerne das auch als Brücke nehmen, sich die anderen Videokurse anzusehen. So, allgemeine Grundlagen für ein robustes Immunsystem. Ein paar davon werde ich nochmal ansprechen, weil sie so wichtig sind. Das hier sind die absoluten Basics, die für jeden relevant sind. Gut und ausreichend schlafen, mindestens 7 Stunden. Ich empfehle auch eine kalte Dusche jeden Tag. Wer ihm eine kalte Dusche zu heftig ist, kann Wechselduschen. Jede Woche, besser jeden Tag Zeit in der Natur verbringen. Die Natur, die frische Luft, die Farbe Grün, die Bäume sind alle wichtig, um unser Immunsystem jeden Tag zu trainieren. Lachen, ganz wichtig. Umgib dich mit Menschen, die dir Freude bereiten, die dich zum Lachen bringen. Und versuche auch mehr Lachen in deinen Alltag zu bringen. Es gibt, glaube ich, nichts, was in so kurzer Zeit das Immunsystem so nachhaltig stärkt wie Lachen. Sport treiben, Bewegung, Entgiftung, Herz-Kreislauf-Gesundheit unterstützen. Sport und Bewegung sollten Alltag von jedem von uns sein. Stress lindern. Über Stress haben wir ein eigenes Webinar gemacht, auf das ich gerne hier verweisen möchte. Eine gesunde Ernährung und bestimmte immunstärkende Superfoods. Bestimmte Lebensmittel können unser Immunsystem besonders effektiv stärken. Von allen Lebensmitteln auf dem Planeten sind Vitalpilze wahrscheinlich die Lebensmittelgruppe, die unser Immunsystem am nachhaltigsten unterstützen kann. Antivirale Lebensmittel in den Alltag, in unserer Ernährung einbringen. Die Tipps auf der Vorseite sind Grundlage und das sind jetzt Lebensmittel, die bestimmte antivirale Eigenschaften haben, allgemein gegen Viren gerichtet sind und die unterstrichenen sind besonders effektiv. Das sind Reishi und Cordyceps, 2 Vitalpilze, schwarze Holunderbeeren, daraus kann man Sirup kochen. Knoblauch und Ingwer sind in der asiatischen Küche eine absolute Basiskombination und ich kann es sehr empfehlen, weil Ingwer und Knoblauch sich gegenseitig verstärken. Man kann gut damit kochen und das passt eigentlich auch fast überall rein. Und Echinacea, roter Sonnenhut, ist eines der stärksten antiviralen Lebensmittel überhaupt. Dann haben wir noch weitere Sachen, die einfach allgemeine antivirale Eigenschaften haben.
Und also die haben eigene Inhaltsstoffe, die Viren zerstören oder die virale Vermehrung hemmen können. Und das sind alles leckere und gesunde Lebensmittel, die wir gut und gerne mehr in unseren Alltag einbauen können. Beeren, Zitrusfrüchte, Honig, Zwiebeln, Wildkräuter, Küchenkräuter, Zimt, Zimt besonders effektiv und Zistus-Tee. So, ganz kurz zu Vitalpilzen. Eine Studie, die zeigt, dass Vitalpilze, ob als Extrakt oder als ganzes Lebensmittel, regelmäßig in den Alltag eingebaut. Und es muss nicht viel sein, aber jeden Tag oder regelmäßig ein paar Pilze können bereits riesige Unterschiede für unser Immunsystem machen. Eine ganz interessante Studie, da haben 50 junge, gesunde Menschen 4 Wochen lang jeden Tag nur eine kleine Handvoll Pilze gegessen, Shiitake-Pilze. So 5 bis 10 Gramm, das sind so eine kleine Handvoll, also weniger. Also wirklich nur ein paar. Und nach 4 Wochen hatten die bereits um 60% erhöhtes Wachstum an Rohr-Gamma-Delta-T-Zellen. Das sind antivirale Zellen in unseren Schleimhäuten, unseren Lungenschleimhäuten. Das heißt, das sind Immunzellen, die da patrouillieren und verhindern, dass sich Viren im Lungengewebe einnisten können. Eine 100% erhöhte Menge an natürlichen Killerzellen. Das sind Zellen, Immunzellen, die infizierte Zellen besser erkennen und beseitigen. Und erhöhte Immunglobuline und weniger chronische Entzündung. Also wirklich nur ein paar Pilze. Also jeden Tag eine Kapsel Extrakt oder jeden Tag eine kleine Handvoll oder ein paar Mal die Woche mit Pilzen gekocht. Riesenunterschied für unser Immunsystem und besonders für unsere antiviralen Abwehrkräfte. Noch eine ganz klare Empfehlung zum Thema Wildkräuter. Wer das möchte, nächsten Dienstag um 19 Uhr veranstaltet mein guter Freund und Kollege Dr. Markus Strauß einen Online-Workshop zum Thema essbare Wildpflanzen, nämlich Wildkräuter, genauso wie Küchenkräuter sind Wildkräuter wahnsinnig effektiv in Sachen Immunsystem und antivirale Abwehrkräfte. Und wer das interessiert, im Skript ist dann der Link. Dienstagabend, 19 Uhr, findet ein kostenloser Workshop mit ihm statt. Ich habe ihm versprochen, das zu empfehlen, weil ich seine Arbeit sehr, sehr schätze. Und zusammen mit Vitalpilzen sehe ich Wildpflanzen oder Wildkräuter als die gesündesten Lebensmittel überhaupt, die es gibt. Vor allem für unser Immunsystem. So, 5. Faktor, das Mikrobiom entscheidet mit. Da gibt es mittlerweile schon viele interessante Studien, die gezeigt haben, dass der Krankheitsverlauf bei Covid-19 vor allem an der Darmflora hängt. Nämlich, was haben wir unterstrichen? Dass das Darmmikrobiom am Ausmaß des Schweregrads von Covid-19 beteiligt ist. Darüber hinaus könnte die Darmmikrobiota-Dysbiose nach Abklingen der Erkrankung zu persistierenden Symptomen beitragen. Heißt, unsere Darmflora entscheidet nicht nur, wie stabil und gesund unser Immunsystem ist, sondern es gibt nämlich eine sogenannte Darm-Lungen-Achse. Über die Darm-Lungen-Achse entscheidet die Darmflora maßgeblich mit, ob es zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt und ob die Langzeitfolgen persistieren oder abgebaut werden können. Das heißt, alle Tipps, die ich heute gebe, werden auch in die Richtung gehen, wie kann ich meine Darmflora so gesund wie möglich gestalten. Genau, über Schlafen hatten wir schon mal kurz gesprochen, einfach ganz, ganz wichtig. Da gibt es ein paar sehr einfache Studien, die untersucht hat, wie viel schlafen die Leute und wie oft sind sie krank. Und ich habe mal gesehen, wer 5 Stunden und weniger pro Nacht schläft, hat ungefähr 3-mal so häufig virale Infekte als jemand, der 7 Stunden und mehr jede Nacht schläft. Deswegen 7 und mehr Stunden sind eine gute Pauschalempfehlung und einfach absolute Grundlage, um 70% weniger virale Infekte davon zu tragen. Also Schlaf, absolute Grundlage für die Gesundheit. Und andere Studie. Wer weniger als 7 Stunden Schlaf hatte, hatte 3-mal so häufig eine Erkältung. Teilnehmer mit einer geringen Schlafqualität entwickelt mit 5,5-facher Wahrscheinlichkeit eine Erkältung. Also die Schlafdauer ist entscheidend und die Schlafqualität ist entscheidend. Das heißt, im Schlafzimmer sollte es dunkel sein, es sollte kühl sein, frische Luft, solche Sachen. Kein Handy neben dem Kopfkissen, kein WLAN an. Gute Schlaf. Über Schlaf werden wir auch noch ein eigenes Webinar machen. Über Schlaf haben wir auch ganz viele Beiträge auf Schnell wird gesund. Kurzes Zwischenfazit. Das sind so die allgemeinsten Tipps, die aber wichtig sind, um ein starkes Immunsystem zu haben. Also allgemeine Tipps zum Immunsystem stärken hatten wir. Bestimmte antivirale Lebensmittel in den Alltag einbauen. Vitalpilze und Kräuter sind besonders wertvoll für Immunsystem und Darmflora.
gut und ausreichend schlafen. Das sind so die Grundlagen, mit denen jeder wahrscheinlich zu 80, 90% bereits verhindern kann, sich mit Virusinfektionen, ja, zu belasten, anzustecken. Gehen wir weiter, Praxisteil 2. Das bisher war eher allgemein gehalten fürs Immunsystem. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, wie man Covid-19 vorbeugen kann. Und das sind jetzt alles Sachen mit mäßiger Evidenz. Das heißt, es ist bekannt, dass diese Sachen gegen Corona helfen in der einen oder anderen Weise. Die Evidenz ist begrenzt, aber es ist trotzdem wert, es zu erwähnen, zumal alle Tipps auch wichtig für allgemein die Gesundheit und fürs Immunsystem sind. So, was sind diese Sachen? Studien sind rechts, kann jeder nachlesen. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Im Skript ist das ausführlicher. Hier habe ich es jetzt mal ein bisschen kürzer. Erstens Cordyceps. Cordyceps ist ein Vitalpilz, auf den kommen wir dann nochmal zu sprechen. Cordyceps gehört zu den stärksten Adaptogenen in der Natur, ist stresslindernd, ist energetisierend, sehr immunstärkend. Und was Cordyceps macht? Cordyceps enthält einen Inhaltsstoff namens Cordycepin. Cordycepin hemmt das Spike-Protein von SARS-CoV-2 und verhindert quasi das Andocken an die Wirtszelle. Und Cordycepin hemmt die virale Vermehrung. Ganz wichtig. N-Acetylcystein ist eine Aminosäure, die kennt man vielleicht als ACC-Hustenlöser, wird also zur Schleimlösung eingesetzt, ist allerdings auch sehr stark antioxidativ. Cystein erhöht die Bildung unseres Master-Antioxidants im Körper, nämlich Glutathion. Und Glutathion ist in der Lunge absolut wichtig, um Entzündungen zu lindern. Und was Cystein auch macht, es hemmt, es blockiert quasi das ACE2, den ACE2-Rezeptor und hemmt das Eindringen des Virus in die Zelle. Dann Zink. Alle Risikogruppen weisen einen starken Zinkmangel auf. Übergewichtige, Senioren, Immungeschwächte, wer Medikamente einnimmt, wer Vorerkrankungen einnimmt. Das sind alles Risikogruppen, die fast immer einen Zinkmangel aufweisen. Das sage nicht ich, sondern das sagen die Studien. Außerdem ist Zink an sich stark antiviral, immunstärkend und gewebestärkend. Das heißt, das Lungengewebe wird insgesamt stabiler und das Darmgewebe. Dann Quercetin ist ein Flavonol, das in Zwiebeln vorkommt und in Zitrusfrüchten. Und in Kombination mit Vitamin C hemmt Quercetin das Andocken, den Eintritt, die Vermehrung und die Assemblierung von Viruspartikeln in der Wirtszelle. Hemmt also auf einer großen Bandbreite eine Infektion. Und dann noch Omega-3-Fettsäuren wurde hinsichtlich Covid-19 auch schon eingehend untersucht. Omega-3-Fettsäuren könnten einen schweren Verlauf und einen Zytokinsturm maßgeblich vorbeugen. Omega-3-Fettsäuren sind allgemein immunregulierend, entzündungslindernd und lungenstärkend. Das sind jetzt Tipps mit einer mäßigen Evidenz, die aber generell für die Gesundheit sehr wertvoll sein können und eine gute Unterstützung für das Immunsystem sind und in der einen oder anderen Weise in vitro-Studien, das heißt im Reagenzglas, mit lebendigen Zellen gezeigt haben, dass sie einen Infekt mit Coronaviren verhindern können. So, da werden wir im Skript nochmal ausführlicher drauf eingehen. Ich kann auch gerne da noch Tipps geben, welche Produkte oder Lebensmittel gute Quellen dafür sind. So, im Praxisteil 3 gucken wir uns jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher Lebensmittel und Nährstoffe an für Prävention und Behandlung mit einer hohen Evidenz. Das heißt, hohe Evidenz, es wurde eingehend untersucht. Es gibt Humanstudien oder zumindest Tierstudien, in den meisten Fällen Humanstudien, die gezeigt haben, dass diese Lebensmittel oder diese Nährstoffe eine Infektion verhindern und einen schweren Verlauf vorbeugen können. Es werden ein paar Überraschungen dabei sein. Es wird aber sicher der ein oder andere bekannte Vertreter dabei sein. Fangen wir an mit Vitamin C. Vitamin C ist auch wahnsinnig kontrovers, was Corona angeht. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Vitamin C für eine gesunde Immunfunktion wichtig ist und dass eine ausreichende Vitamin C-Versorgung das Krankheitsrisiko lindert und die Krankheitsdauer um 2 bis 3 Tage verkürzen kann. Hinsichtlich Covid-19, um einen schweren Verlauf vorzubeugen, sowohl eine hohe orale Dose, also eingenommen,
als auch intravenös, das heißt per Spritzer, ist Vitamin C vor allem in China gut untersucht, als sicher befunden und könnte einen schweren Verlauf maßgeblich vorbeugen. Ich zitiere aus einer Studie. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass orales Vitamin C das Auftreten und die Dauer von Atemwegsinfektionen reduzieren kann und intravenöses Vitamin C, 6 bis 24 Gramm am Tag, reduziert nachweislich die Corona-Sterblichkeit, die Verweildauer auf der Intensivstation und im Krankenhaus sowie die Zeit der mechanischen Beatmung bei schweren Atemwegsinfektionen. Das heißt, Grundlage für ein gesundes Immunsystem und bei einer Infektion und zur Vorbeugung eines schweren Verlaufs ist Vitamin C eine sehr günstige und sehr effektive Möglichkeit. Vitamin D. Vitamin D gucken wir uns jetzt mal kurz ein bisschen ausführlicher an, weil es auch sehr kontrovers ist. Was ich nicht verstehen kann, weil Vitamin D sehr gut untersucht ist und die Daten sehr, sehr eindeutig sind. Es gibt ja eine ganz gute Studie, die gezeigt hat, die den Zusammenhang untersucht hat zwischen dem Vitamin D-Status einer Bevölkerungsgruppe und des Risikos einer Infektion und eines schweren Verlaufs. Und es zeigt sich ein ganz klarer Trend, der statistisch hoch signifikant ist. Je höher die Versorgung mit Vitamin D ist, auf der Achse Vitamin D hoch, niedrig, je höher oder je besser die Versorgung einer Bevölkerung mit Vitamin D ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit eines Todesfalls. Sehr, sehr eingehend wurde das untersucht. Diese Studie hier hat über 1 Million, hat verschiedene Bevölkerungsgruppen mit einer Mindestgröße von 1 Million Menschen untersucht und die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig. Je besser die Vitamin D-Versorgung, desto schwerer oder unwahrscheinlicher kommt es zu einem Todesfall. Da gucken wir uns das nochmal genauer an. Es gibt zahlreiche Berichte aus wissenschaftlichen Zeitschriften, aus denen ich mal kurz vorlesen möchte. Bemerkenswerterweise hatten 100% der Intensivpatienten unter 75 Jahren eine Vitamin-D-Insuffizienz, also einen starken Mangel. Eine Koagulopathie war bei 62% der COVID-19-Patienten auf der Intensivstation vorhanden, das heißt eine Blutgerinnsel im Grunde. 72% waren lymphozytopenisch, das heißt immungeschwächt. Um das Infektionsrisiko zu verringern, wird empfohlen, dass Personen mit Influenza und oder COVID-19-Risiko einige Wochen lang 10.000 Einheiten am Tag einnehmen, um die Konzentrationen schnell zu erhöhen, gefolgt von 5.000 Einheiten am Tag. Und das ist eigentlich auch eine Empfehlung, die ich geben kann. So, die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung geben mittlerweile eine Handlungsempfehlung zur Vitamin-D-Einnahme. Das habe ich erst am Dienstag gesehen, da habe ich innerlich schon applaudiert. Problem: zur Sicherstellung einer ausreichenden Vitamin-D-Versorgung erhält die Fachgesellschaft für Risikogruppen zur Einnahme von 400 bis 1000 Einheiten Vitamin D pro Tag. Ich finde es super, dass sie mittlerweile zur Corona-Prävention Vitamin D empfehlen. Das ist ein Riesenschritt. Problem: es wird sehr wenig empfohlen. 5000 Einheiten am Tag sind ausreichend, um einen Mangel zu beseitigen. Mit 400 bis 1000 Einheiten am Tag wird kein Mangel beseitigt werden. Aber zumindest wird das Thema präsenter und zumindest wird darüber gesprochen. Zu Vitamin D haben wir auch noch ein eigenes Webinar. Wer da Interesse hat, gerne mal reinschauen. Dann gebe ich jetzt ein paar kleinere Studien. Es gibt wirklich auch ein paar experimentelle Studien hinsichtlich Vitamin D und Covid-19. Drei möchte ich jetzt mal vorstellen. Hier eine kleine Studie mit 57 Teilnehmern. Mit positiv getesteten Senioren, Durchschnittsalter 87, also Hochrisikogruppe. Gruppe 1 hat nach Corona-Infektion 80.000 Einheiten Vitamin D bekommen. Gruppe 2 hat nichts bekommen. Gucken wir uns mal an. Das ist die Vitamin D-Gruppe. Nach 56 Tagen waren fast alle noch am Leben. Und in der Gruppe ohne Vitamin D haben nur 44% der Patienten überlebt. Das heißt, Vitamin D hat hier die Überlebensrate, nur die Gabe von Vitamin D. Nur eine Einmalgabe von 80.000 Einheiten Vitamin D hat die Überlebensrate von 44% auf 82% erhöht. Das ist ziemlich enorm. Andere Studie, ich rush da jetzt kurz drüber, aber es kann jeder dann nochmal in Ruhe angucken und vor allem das Skript nochmal nachlesen.
Andere Studie, 77 Teilnehmer, Durchschnittsalter wieder 87 Jahre. Gruppe 1 hat jeden Tag ein bisschen Vitamin D bekommen, nicht viel, aber ein bisschen. Gruppe 2 hat einmal eine hohe Dosis bekommen, Gruppe 3 hat gar kein Vitamin D bekommen. Wir sehen Gruppe 1, also hier im Verlauf 14 Tage, ist nicht lang, 14 Tage, und Überlebenswahrscheinlichkeit. Gruppe 1, hier. Gruppe 2, hier. Und die Gruppe, die kein Vitamin D bekommen hat, hier. Wir sehen deutliche Unterschiede nach 14 Tagen hinsichtlich Covid-19-Mortalität. Und noch eine dritte Studie. Die zwei Studien bisher waren eher niedrig dosiert. Jetzt hier eine Studie mit fast 1000 positiv getesteten Senioren, die jeden Tag 5.000 bis 10.000 Einheiten Vitamin D bekommen haben. Kontrollgruppe, kein Vitamin D. Die Vitamin D-Gruppe, 5% mussten auf die Intensivstation, in der Kontrollgruppe 21%. In der Vitamin D-Gruppe sind am Ende 6,5% an Covid-19 gestorben, in der Kontrollgruppe 15,5%. Also, einfach um das mal hinzustellen, Vitamin D, absolute Grundlage. Und jetzt im Winter hat quasi jeder, der kein Vitamin D ergänzt, einen Mangel. Und vor allem die Risikogruppen, vor allem die Senioren, können so mit sehr, sehr einfachen Mitteln ihr Erkrankungs- und Mortalitätsrisiko ganz dramatisch senken. Vitamin D ist nicht sehr teuer. Ein Jahresvorrat von Vitamin D kostet 20, 30 Euro. Als Nahrungsergänzungsmittel in der Form von Pilzextrakten können Vitamin D auch aufgenommen werden. Also hat einen riesigen Unterschied. Und ich verstehe nicht, warum Vitamin D so kontrovers ist. Die Studienergebnisse sind eindeutig. Es ist wahrscheinlich das Problem, dass es zu einfach ist. Aber das können wir dann gerne in der Fragerunde nochmal besprechen. Auch es kam ein paar Fragen zu Vitamin D und Covid-19. Lasst uns da gerne in der Fragerunde nochmal drüber sprechen. Da gibt es noch ein paar Sachen zu sagen. So, Selen, das ist eine Studie in China, die untersucht hat, wie hoch ist die, nach rechts, wie hoch ist die Selenversorgung in der Bevölkerung und wie hoch ist die, ist der, das Risiko eines schweren Verlaufs. Und man sieht, wer ausreichend mit Vitamin mit Selen versorgt ist, hat wahrscheinlich einen hat weniger wahrscheinlich einen schweren Verlauf. Also auch Selen hat einen wahnsinnig einfachen, aber wichtigen präventiven Einfluss auf einen schweren Verlauf in Covid-19. Tagesbedarf 200 bis 400 Mikrogramm, ganz wenig. Selenreiche Lebensmittel, von denen man gerne mehr essen kann. Innereien, Meeresfrüchte, Eier, Paranüsse. Reishi, Fragezeichen. Das war eine sehr interessante Studie. Die hat sich mehr als 3000 Naturstoffe angesehen, hat dann erst im Labor und dann in Hamstern getestet, ob diese Naturstoffe eine Infektion vorbeugen können oder nicht. Und von allen und von 3000 Naturstoffen und ein paar Medikamenten, die getestet wurden, waren Extrakte von Reishi und chinesischer Minze die effektivsten Maßnahmen, die man gefunden hat. Über 3000 Naturstoffe, über 200 verschiedene pflanzliche und pilzliche Arzneimittel und Extrakte wurden getestet. Und von allen über 3000 Naturstoffen, die getestet wurden, war der Reishi unter den effektivsten Mitteln, um eine Infektion sowohl in vitro als auch in vivo vorzubeugen. Und dann möchte ich noch eine Studie zeigen, die ist noch nicht publiziert. Eine Anwendungsbeobachtungsstudie aus Madrid. Die habe ich im Herbst schon mal gezeigt. Finde ich wahnsinnig interessant und wichtig. Altenheimbewohner, Altersdurchschnitt 87 Jahre, bekamen nach einer Corona-Infektion entweder Vitalpilzextrakte oder nicht. Man sieht sehr deutlich, dass die Vitalpilzgruppe eine Mortalitätsrate von 1,4% hatte, die Nicht-Vitalpilzgruppe hatte eine Mortalitätsrate von 24%. Die Pilzgruppe hatte im Vergleich zur Kontrollgruppe nicht nur eine geringere Sterblichkeit, 24 versus 1,4%, sondern auch eine weniger häufige Einweisung in die oder Einlieferung in die Intensivstation. Und also von 24 auf 1,4% Mortalitätsrate, das ist ziemlich enorm. Studie wurde in Madrid durchgeführt. Wichtig, das ist jetzt noch keine wissenschaftlich publizierte Studie, sondern eine Anwendungsbeobachtungsstudie, aber etwas, das eine Studie mit Pilzextrakten aktuell am nächsten kommt und zeigt, dass auch Vitalpilzextrakte
wahnsinnig wichtig sind, nicht nur allgemein für unsere Darmgesundheit, für unsere Lungengesundheit, für unser Immunsystem, sondern auch sehr, sehr potente antivirale Eigenschaften haben. Noch kurz zum Reishi. Der Reishi gehört zu den Lebensmitteln mit dem höchsten ORAC-Wert auf dem Planeten. Reishi enthält wahnsinnig viele Beta-Glucane, die das Immunsystem stärken, enthält Triterpene, die antiviral wirken, Triterpene, die die virale Vermehrung hemmen und die das Immunsystem stärken und die auch sehr stark entzündungslindernd wirken und daher einen schweren Krankheitsverlauf potent vorbeugen können. Und Reishi und andere Vitalpilze enthalten auch große Mengen Vitamin D. Zu dem kommen wir gleich noch. Warum sind Pilze so wichtig für das Immunsystem? Einmal haben Pilze dieselben Feinde wie wir Menschen. Die haben Viren, Bakterien, Schimmelpilze, Parasiten als Feinde, dieselben Feinde wie wir Menschen und bilden Stoffe, um sich dagegen zu schützen. Den Menschen gibt es noch nicht lange auf der Planeten Erde. Pilze gibt es schon über 1 Milliarde Jahre und die hatten sehr viel mehr Zeit, sich gegen die täglichen Bedrohungen zur Wehr zu setzen und Abwehrstoffe zu bilden. Und wenn wir quasi Pilze und ihre Extrakte zu uns nehmen, können wir von diesen Abwehrstoffen produzieren. Diese Abwehrstoffe, die im Grunde das Immunsystem des Pilzes bilden. Und nicht nur das, diese Stoffe trainieren auch unser Immunsystem im Kampf gegen Krankheitserreger, vor allem gegen Viren. Und, das hatte ich schon gesagt, Pilzextrakte aus Reishi, Cordyceps und Shiitake, besonders diese drei, sind wichtige Vitamin-D-Quellen. Man muss fairerweise sagen, Pilze enthalten pro Vitamin D2, Ergosterol. Und das hatte ich bis vor ein paar Tagen noch nicht so auf dem Schirm. Aber dieses Ergosterol pro Vitamin D2 wird in unserem Körper zu einem gewissen Teil in aktives Vitamin D3 umgewandelt. Extrakte aus Reishi, Cordyceps und Shiitake enthalten hohe Mengen pro Vitamin D2, die ausreichend sind, um einen Vitamin D-Mangel im Körper zu beseitigen. Und ich will wetten, dass auch die Studien gezeigt haben, wie effektiv Pilze bei Corona sein können, dass ein guter Teil darauf auf das Vitamin D zurückzuführen ist. Nahezu jeder Senior hat einen Vitamin D-Mangel, einen starken Vitamin D-Mangel. Und besonders bei Patienten mit einem hohen Mangel und einem stark geschwächten Immunsystem können Pilze den großen Unterschied machen. Pilze, wenn jetzt die Fragen kommen, in welcher Form und Farbe, frisch getrocknete Extrakte, frische Pilze, Shiitake, Austernpilze, Champignons, Wochenmärkte, Bauernmärkte, Bio-Supermärkte, auch immer mehr in Discountern. Rein damit. Mehrmals wöchentlich mit Pilzen kochen ist sehr, sehr lecker und auch sehr gesund. Ich koche mittlerweile 3-mal die Woche mit Shiitake und Austernpilzen. Getrocknet Austernpilze und Maitake, sehr, sehr lecker. Kann man auch immer häufiger kaufen, sind auch lange lagerfähig. Und als Extrakte, die wichtigsten Extrakte fürs Immunsystem sind Reishi, Mandelpilz, Chaga, Shiitake, Maitake und Cordyceps, die allesamt antiviral wirken, die allesamt das Immunsystem fördern und besonders effektiv hinsichtlich Covid-19 scheinen Reishi, Cordyceps und Shiitake zu sein. Das wollte ich jetzt auch noch sagen. Mit Pilzen kochen, wertvoll und lecker. Aber wer vielleicht auch jeden Tag von Pilzen profitieren möchte, vor allem auch von den Ergebnissen aus den Studien, die wir genannt haben, der profitiert wahrscheinlich besser von Extrakten, weil Extrakte dauerhaft leicht in der Einnahme sind. Es nimmt den Druck, dass man jeden Tag damit kochen muss. Und auf Dauer spart man sich durch die Extrakte auch eine ganze Menge Geld, weil ein guter Extrakt von den Tageskosten deutlich günstiger sind, als regelmäßig mit den Pilzen oder täglich mit den Pilzen kochen zu müssen. Es ist weniger Aufwand, ähnliche Effekte wie tägliches Kochen, aber deutlich günstiger und sehr viel einfacher. Und wichtig, wer von Vitalpilzprodukten profitieren möchte, das sage ich fast in jedem Webinar, gute Vitalpilzprodukte haben ihren Preis, ähnlich wie das 3 Euro pro Kilo Fleisch im Discounter kein qualitativ gutes Fleisch ist, sind die billigen Extrakte, die man teilweise im Internet bekommt, auch nicht die Qualität, die wir möchten. Ein gutes Stück Fleisch vom Weiderind ist ein Riesenunterschied zu einem klassischen Massentierhaltungsgedöns aus dem Discounter. Und genauso ist es auch bei Vitalpilzprodukten. Gute Produkte haben ihren Preis, aber lohnen sich. Und das sieht man dann auch in Studien, die gute Produkte genommen haben.
Riesenunterschied. Deswegen, wenn Vitalpilzextrakte, dann bitte in hoher Qualität. Die ganzen Billigpräparate, die es gibt, sind alle, enthalten keine oder nur Spuren von Pilzen. Da gibt es chemische Analysen, teilweise habe ich die selber durchführen lassen. Die meisten, vor allem die Billigpräparate, enthalten nicht das, was draufsteht. Und ein gutes Produkt enthält 100% Pilzextrakt. Und es ist eben auch arm an Schadstoffen. Also ein gutes Produkt, absolute Grundlage. Wer ein gutes Produkt wählt, bekommt große, große Mehrwerte für die Gesundheit, kann auf vielerlei Weise davon profitieren. Wer ein schlechtes Produkt wählt, schadet sich am Ende nur selber. Also wenn Pilze, dann bitte die höchste Qualität. Und damit das auch hier abgeschlossen ist, was Vitalpilzextrakte angeht, würde ich nochmal kurz wiederholen, was so die wertvollsten Pilze fürs Immunsystem sind. Kann sich jeder selber gerne mal auf die Suche machen. Ich nenne gleich noch einen Hersteller, den ich persönlich empfehle, den ich als den besten Hersteller auf dem Markt ansehe. Die wertvollsten Vitalpilze, einmal Reishi. Reishi ist stark entzündungslindernd, antiviral, immunstärkend und darmmodellierend. Also stärkt auch Darm, stärkt die Lunge, stärkt die Darmflora, stärkt das Immunsystem und ist sehr, sehr stark entzündungslindernd und kann damit einen schweren Verlauf sehr potent vorbeugen und ist auch eine reichhaltige Quelle für Pro-Vitamin D. Cordyceps ist ein anregender Vitalpilz, auch stark entzündungslindernd, antiviral und immunstärkend. Ist eine sehr gute Kombination mit dem Reishi. Außerdem Shiitake, Maitake und Mandelpilz, alle drei irgendwo immunstärkend, darmstärkend und antiviral auch. Und genau diese Pilze in Kombination, da würde man dann nochmal einen Synergieeffekt nutzen können. Kann ich sehr empfehlen. Natürlich kann man die Pilze auch alle einzeln einnehmen, aber eine Kombination hat dann auch Synergieeffekte, die wir nutzen können. Das heißt, die unterstützen und verstärken sich gegenseitig. Meine Empfehlung, ich am liebsten auch da eine Empfehlung rausgebe, damit eben kein schlechtes Produkt, sondern ein gutes Produkt gewählt und angewendet wird. Es ist Mycophive von der spanischen Firma Hifasaterra. Auch die Studie mit Altersheimbewohnern, die ich davon gezeigt habe, das war eine Pilzextraktmischung. Und das hier ist das Produkt, das dem am nächsten kommt. Es ist eine synergistische Mischung aus hochkonzentrierten Dualextrakten aus Reishi, Chaga, Shiitake, Maitake, Mandelpilz. Eine sehr reichhaltige Quelle für Pro-Vitamin D2 und eine sehr, sehr stark antivirale, immunstärkende und entzündungslindernde Vitalpilzmischung. Das kann man dann noch kombinieren mit dem Cordyceps-Extrakt. Den Cordyceps hatten wir vorhin auch schon, ganz wichtig für Energie, aber auch zur Hemmung der viralen Vermehrung. Mit dieser Kombination hier haben wir sowohl Reishi als auch Cordyceps, als auch ein bisschen Shiitake mit drin. Das ist eine sehr gute Grundmischung, die ich jedem empfehlen kann. Reicht auch, um den Vitamin-D-Bedarf des Körpers zu decken. Kriegen Teilnehmer dieses Webinars für über 13 Euro Preisnachlass über den Link, den du jetzt im Chatfenster siehst. Diesen Link wirst du auch in der E-Mail finden, die ich jetzt gleich schicke, und im Skript. Also wer das gerne so als Starthilfe für sich nutzen möchte, einmal Tageskosten von 1,50 bis 3 Euro mit sehr, sehr hochpotenten Naturmitteln, die sowohl Viren direkt angreifen und zerstören können, als auch den Vitamin-D-Bedarf höchstwahrscheinlich decken können und noch viel mehr können. Also wir hatten schon so viele Webinare und irgendwann kommen häufig Pilze zur Sprache, weil ich finde, dass Pilze oder Vitalpilze vor allem zu den wertvollsten Naturprodukten gehören, die wir kennen, die wahnsinnig unterschätzt werden. Die Erfahrungsberichte, die ich zurückbekomme, zeigen oder untermalen nochmal, wie wertvoll Pilze sein können. Und Pilze sind teilweise besser untersucht als die meisten anderen Nährstoffe oder Superfoods, über die wir sprechen. Und hier haben wir wirklich für überschaubares Geld eine nachhaltige Unterstützung des Immunsystems. Und wir wissen auch aus ersten Studien, dass sie hinsichtlich Covid-19 bestimmte Vorteile auch bieten. So, der Link ist jetzt im Chatfenster, in der E-Mail und im Skript. Wer noch Fragen hat, kann gerne Fragen stellen. Zur Einnahme kommen dann oft Fragen. Da empfehle ich jeweils eine Kapsel vor dem Frühstück und je eine Kapsel vor dem Mittagessen mit einem Schluck Wasser, mit einer leichten Vitamin-C-Quelle. Eine Vitamin-C-Empfehlung habe ich dann auch noch in der E-Mail mit drin. Also wer ein bisschen aufs Budget achten möchte, ein bisschen sparen möchte, kann auch jeden Tag je eine Kapsel nehmen. Auch das ist schon sehr, sehr erfolgreich.
Und wer wirklich akut Risikogruppe ist, akut geschwächt ist, akut immungeschwächt ist, kann noch je 2 Kapseln am Tag nehmen. Wer die ganze Familie versorgen möchte, hätte ich auch noch eine Empfehlung. Das wären die 2 Produkte zusammen mit 2 Kinderprodukten, nämlich das BioDefense ist ein Vitalpilzpulver für Kinder, die sowohl das Immunsystem als auch das Darmimmunsystem bei Kindern sehr, sehr gut regulieren können. Und hier haben wir noch einen Kindersirup für vor allem auch Kleinkinder. Ist das ein Sirup mit Vitamin C, Vitamin D und Extrakten aus 5 Vitalpilzen. Und das ist jetzt hier ein Bundle für die ganze Familie. Wer das gerne für die ganze Familie erwerben möchte, das ist ein ganz gutes Angebot, wo wir fast 30 € Preisnachlass für unsere Webinarteilnehmer hier haben. Das unterstützt auch meine Arbeit und gibt mir auch die Möglichkeit, diese Webinare kostenlos für alle zur Verfügung zu stellen. Und genau, ich will die Webinare auch weiterhin kostenlos machen. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze zu finanzieren. Aber auch die richtigen Produkte oder die richtigen Produkte für die richtigen gesundheitlichen Zielsetzungen an Interessierte wie euch zu bringen. Also da haben wir wirklich viele Fliegen mit einer Klappe, wie ich ganz gerne sage. So, den Link werde ich auch in die E-Mail mit reinpacken und ins Skript. Bei Fragen gerne einfach melden. Auch hinsichtlich Dosierung für Kinder ist bei den Produkten in der Verpackung sind da Empfehlungen. Genau. So, kommen wir zum Abschluss. Würde ich mal, also sowohl in dem Kindersirup als auch in dem Five sind die wichtigsten Vitalpilze fürs Immunsystem drin. Und zusätzlich dann noch der Cordyceps. Also insgesamt unterstützt natürliche Entgiftung, Verdauungsfunktion, Entzündungslinderung und eben auch die ganzen antiviralen Vorteile. Und auch Vitamin D haben wir gesehen heute, wie wertvoll Vitamin D sein kann. So, jetzt am Ende habe ich noch ein Corona-Protokoll versprochen. Die ganzen Tipps aus dem Webinar heute sind alle wichtig zur Prävention. Und je mehr davon umgesetzt wird, desto besser. Vor allem die gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, Stressreduktion, Zeit in der Natur, Wechselduschen, Vitalpilze. Das sind alles wichtige Sachen zur Prävention. Und im Falle einer Infektion habe ich hier ein Protokoll, das ich nach bestem Wissen und Gewissen geben kann, was ich auch selber machen würde im Infektionsfall. Die oberen Sachen halte ich für sehr wichtig und die unteren Sachen sind ergänzend, optional, wer das machen möchte. Wer einen Vitamin D-Mangel hat, entweder 10.000 Einheiten Vitamin D oder 5.000 Einheiten Vitamin D und die Vitalpilzextrakte. Dreimal 1 Gramm Vitamin C, früh, Mittag und Abend 1 Gramm Vitamin C, früh und Abend 20 Milligramm Zink. Und sowohl Cordyceps als auch Five. Das ist so das Basis-Corona-Protokoll, das ich empfehlen kann. Und was dann noch optional ist, wer das gerne, pardon, wer das noch zusätzlich machen möchte, wird auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung. Reishi-Tee, man kann Reishi-Extrakt auch nehmen und als Tee aufbrühen und damit gurgeln. Man kann auch das Mikro, das Five, die Kapseln aufbrechen, in heißem Wasser verrühren und damit gurgeln, über den Tag verteilt. Sehr, sehr wertvoll, um die Viren im Mund-Nasenraum zu bekämpfen. Dann ätherisches Pfefferminz- und Oreganoöl, ätherische Öle in der Luft verwirbeln. Es gibt so Aromaöl-Diffuser, wo man Pfefferminz- und Oreganoöl diffusen kann. Das ist auch wichtig, um den Geschmacks- und den Geruchssinn zu unterstützen. Bromelain und Kurkumin sind Extrakte aus Kurkuma und aus Ananas, die beide stark entzündungslindernd und gerinnungshemmend sind. Die beiden sollte man nicht einnehmen, wenn man Antibiotika oder Gerinnungshemmer einnimmt, aber kann man auch machen bei Corona. Und Cystein, früh, Mittag und Abend Cystein, je 1 Gramm, um die Lungenfunktion zu unterstützen und zu entschleimen. Also das oben, so die essentielle Mischung im Falle einer Infektion. Und das hier unten optional, aber auch wertvoll.
Das ist jetzt das Protokoll, um die Langzeitfolgen zu reduzieren. Langzeitfolgen heißt, Mund-Nasenraum muss sich regenerieren, Lunge muss sich regenerieren, Immunsystem muss sich regenerieren. Auch wer geschwächt ist, muss wieder auf die Beine kommen. Wer Atembeschwerden hat, muss wieder zu Atem kommen. Und sind fast dieselben Empfehlungen wie im Corona-Fall, beides auch dieselben Nährstoffe und Nahrungsmittel sind, die die Regeneration von Darm, Mund-Nasenraum, Lunge und Immunsystem unterstützen. Da vor allem wer Probleme mit Geruchs- und Geschmackssinn hat, ätherisches Pfefferminz und Oreganoöl, entweder Reishi oder das Five, Frühmittag, Abend, Cordyceps, vor allem bei Schwäche und Müdigkeit, Vitamin A, C und D, Zink und Cystein für die Stabilität der Lungen- und Darmbarriere. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig zur Regeneration des Lungenepithels. Im Infektionsfall nicht ganz so wichtig, aber, also was heißt nicht ganz so wichtig? Im Regenerationsfall sind die besonders wichtig. Und da gebe ich auch gerne eine Empfehlung in der E-Mail. Und auch wichtig, um die Abfallprodukte abzubauen und auszuleiten aus dem Körper, täglich erden. Ist auch zur Entzündungslinderung wichtig. Und täglich Wechselduschen. Das ist jetzt so das im Grunde mein Protokoll, um die Corona-Langzeitfolgen zu reduzieren und möglichst schnell wieder zu einer guten Gesundheit und Stabilität zu kommen. Ist alles im Skript. Bestimmte Empfehlungen kann ich gerne noch geben. Viele sind dann schon im Skript und in der E-Mail dabei, die jetzt jeder bekommen hat. Genau. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Ich bin ein bisschen heißer. Wahnsinnig spannend. Wahnsinnig wichtig. Ich bin der Meinung, dass Corona uns noch mindestens ein Jahr lang beschäftigen wird, weil bis wirklich alle, die eine Impfung haben, eine Impfung bekommen haben, dauert das noch ungefähr ein Jahr. Plus, es wird immer neue Mutanten geben und es werden Mutanten kommen, gegen die die Impfungen nichts mehr wirken. Wir können immer nur neue Zeit gewinnen, indem wir uns in Lockdown gehen, Masken tragen, Social Distancing und neue Impfstoffe entwickeln. Aber den Kampf gegen die Viren und den Kampf gegen die Zeit werden wir auf kurz oder lang nur gewinnen, wenn jeder einzelne von uns die richtigen Entscheidungen trifft, wenn jeder einzelne von uns daran arbeitet, nicht nur eine gute Gesundheit, sondern ein gesundes Immunsystem zu bekommen. Das Immunsystem ist der beste Schutz vor Viren. Und der beste Schutz vor einer schweren Infektion. Und alle Tipps aus diesem Webinar und eigentlich aus allen unseren Webinaren laufen immer wieder auf dieselben Sachen hinaus. Wer schon öfters dabei war, wird es merken. Es wird immer irgendwann über Stress gesprochen, über Schlaf, über Vitamin D, über Darmgesundheit, über Entgiftung, über Sport, über Vitalpilze und andere Naturheilmittel. Es sind immer wieder dieselben Sachen. Die kommen immer wieder zusammen. Und das sind so die Sachen, an denen wir jeden Tag arbeiten können, um eine fantastische Gesundheit zu bekommen, aber auch um jeden Tag was dafür zu tun, uns vor Virusinfekten zu schützen. So, dieser Videokurs war jetzt ein bisschen geballt, aber das waren alles Sachen, die wichtig sind. Wenn noch Fragen sind, schreibt gerne eine E-Mail. Wenn Fragen sind, können wir auch gerne in der Fragerunde jetzt noch drüber sprechen. Die Zeit haben wir jetzt noch. Ansonsten erstmal vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, für die Vorabfragen. Jetzt schon mal danke für die Fragen, die jetzt noch kommen werden. Und genau, nutzt gerne dieses Webinar und das Skript, um nachhaltig an eurer Gesundheit und eurem Immunsystem zu arbeiten. Alle Tipps und Tricks kommen von Herzen und sind wissenschaftlich fundiert. Sind nicht nur fürs Immunsystem gut, sondern eben auch für die Schilddrüse, für gesunde Haut, Verdauung, Entgiftung. Also es kommt immer wieder auf dieselben Sachen zurück in der Gesundheit. Und heute Schwerpunkt Covid-19, sind alle Sachen, die wichtig sind, alle Sachen, die maßgeblich dazu beitragen können, dass wir mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Infekt haben und mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen schweren Verlauf und sogar einen Todesfall haben können. So. Ihr könnt Aufzeichnung und Skript gerne weiterleiten an Interessierte, an Mitmenschen, Freunde, Bekannte,
Wenn ihr jemanden kennt, der eine Infektion hinter sich hat und jetzt mit den Langzeitfolgen zu kämpfen hat, dann schickt ihm gerne das Protokoll und vielleicht auch die Empfehlungen dazu, weil gerade was Vitalpilze angeht, gibt es leider zu viele schlechte Produkte da draußen, die nichts bringen. Wenn Vitalpilze, dann empfehle ich die genannte Firma, weil es die höchste Qualität bietet. Ansonsten nochmal vielen Dank. Bis gleich zur Fragerunde und bleibt gesund.